Der eine oder andere hat mich schon nachgefragt. Hier ist mal wieder ein RC-Auto. Kann man ganz normal mit so einer 0815 Fernsteuerung steuern. Oder ihr nehmt die hier, die kommt ins Handgelenk und je nachdem, wie ihr die Hand bewegt, bewegt sich dann auch das Auto. Das hergezeigte fernsteuerbare Auto gibt es bei magicskaters.com zu bestellen. Kostet um die $62. Oder ihr schaut mal beim gelben Fluss. Wer sich das mal anschauen möchte, der Link dazu, den findet ihr im Textfeld unter dem Video. Die ganzen Sachen wurden geliefert, die Anleitung auf Chinesisch und Englisch. Das Auto, Akku fürs Auto, Ladegerät für den Akku, den ihr dann ins Auto reinmacht. Die Steuereinheit fürs Handgelenk, auch zum Aufladen mittels diesem Stecker hier. Und dann haben wir hier noch eine extra Fernsteuerung, da sind schon zwei AA-Batterien drin. Als erstes löst ihr diese Schraube hier, dann könnt ihr die Abdeckung vom Akkufach entnehmen und den 7,4 Volt Akku da reinmachen. Das geht eigentlich relativ einfach. Einfach hier den Stecker nehmen. Wo sind die Pins? Das müsste dann so rum da drauf. Und dann muss man mal schauen, ich glaube, so war es am besten, weil ihr hier unten noch den Platz habt. Genau. Und dann macht ihr die Abdeckung wieder hier drauf. Gucken, dass die Kabel alle richtig drin sind. So, zack, und das wird dann wieder verschraubt. Möchte man die Fernsteuerung fürs Handgelenk aufladen, nehmt euch dieses Kabel hier, steckt es seitlich rein und das kommt dann in so ein USB-Aufladegerät. Vorbereitung fand ich in Ordnung, da gibt es jetzt so nichts zu bemängeln. Diese Räder, die sind in diesem schwarzen Bereich, also so eine Art Gummi. Und ihr seht auch, wenn ihr damit auf den Boden fahrt, dann tut ihr eigentlich den Boden damit sauber machen, weil der ganze Schmutz, der bleibt gerne hier dran hängen. Ansonsten Lautsprecher, bisschen paar LEDs, An- und Ausschalter, schon gezeigt. Der Akku kommt da rein, also das Akkufach. Und das Fahrzeug hat eigentlich eine interessante Größe und ist dann noch an verschiedenen Punkten beweglich. Die Aufladedauer wird 2 bis 3 Stunden angegeben und dann soll man angeblich so um die 40 Minuten mit dem Fahrzeug rumheizen können. Ja, hier seht ihr einmal jetzt die Fernsteuerung fürs Handgelenk. Wie wird sie angelegt? Eigentlich gar nicht mal so schwer. Ihr geht hier mit dem Daumen durch. Dann macht ihr den hier einmal rum und dann müsst ihr das so einstellen, dass ihr das bequem tragen könnt. Das wird jetzt einfach hier so drauf gedrückt. So, wo ist der? Da ist der Mittelfinger. Hier mal so ein Klett. Das kommt jetzt um den Mittelfinger rum. Und ist noch, schau, ich habe ein bisschen dickere Hände als die kleinen zarten chinesischen Händchen, die das Spielzeug immer zusammenbauen. So, ein bisschen was von Iron Man, oder? Ja, und jetzt habt ihr die Fernsteuerung angelegt. Seitlich gibt es einen Schalter, um das Auto anzuschalten und dann einmal hier unten. Oh, bleib hier! Ist es übel? Ich muss mal gerade. Es war das erste Mal ungelogen, dass ich das jetzt angeschaltet habe mit der Fernsteuerung. Und deswegen wollte man so ein bisschen tanzen direkt, aber geht ja nicht, weil man das Auto damit dann bewegt. Ihr habt gesehen, einmal hier drücken für Fernsteuerung anzumachen, erneutes Drücken und Halten, um die dann auszuschalten. Hier wäre die Fernsteuerung, vorwärts, rückwärts und dann ist es quasi so hoch und runter, wenn man hier jetzt so drückt. Hiermit habt ihr dann den normalen Modus und wenn man hier drauf drückt, diesen Buggy-Modus, wo der so hoch geht und damit kann man dann diese 360-Grad-Turns machen. Die Musik nervt mich jetzt schon, aber naja. So, schalten wir nochmal an. So, hier mal kurz zum Zeigen, guck mal drauf. Schon ziemlich cool.
So, kann man hier mit vorwärts fahren? Rückwärts? So, das war auf und jetzt? Hui! Also könnt ihr das dann bewegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel den runter und den zur Seite macht, dann dreht er sich so. Also ist schon ziemlich fett. So. Und jetzt zeige ich nochmal diesen Spin-Modus. So, zum Stoppen einfach wieder hier drauf drücken. Oh! Ja. Und dann, wenn er das Ding nochmal drückt, dann macht er noch einen anderen Move. Und das muss ich nachher mal auf dem Boden zeigen. Ja, ich habe das mal abgeklebt, weil die Musik kann man leider nicht ausschalten. Jetzt ist es ganz zu laut. So, passt mal auf. Oh. Ich sage ja, wenn man das auf dem Tisch zeigen will, vergisst es. Also. Ich sage ja, wenn ihr hoch und runter macht, dann könnt ihr diesen normalen Modus machen oder halt diesen Buggy-Modus. So, wenn man jetzt nach vorne bewegt, fährt er nach vorne oder nach hinten. Jo, soll eigentlich nach hinten fahren. So, machen wir mal. So, jetzt, genau, ich habe zu viel das Gelenk bewegt, deswegen ist er dann gerade halt wieder in den Buggy-Modus gegangen. So, möchte ich jetzt seitlich fahren, macht er einmal den hier oder einmal den hier. Dann gibt es noch weitere Funktionen und zwar mit der Taste, glaube ich, stoppt man das Ganze und, habe ich Taste gesagt oder Taste? Und mit dem Button hier, also zum Beispiel, wenn man diese 360 Grad Turns machen will, drückt man einmal und dann macht man diesen hier und dann sollte er sich 360 Grad drehen, beziehungsweise ihr könnt auch hiermit dann die Funktion wieder stoppen und dann könnt ihr wieder ganz normal so oder so machen, dass er dann zu den Seiten hin sich bewegt. Höllenmusik. Ich steuere mal gerade mit der Fernsteuerung. Oh, der ist zügig unterwegs, wollte ich sagen. Oh, wo bin ich jetzt? Jetzt muss ich zu, warte mal. Da kommt er wieder. Ja, Mann, also mit diesem links, rechts, da kann man ja diese Drehung machen, aber man kann auch, wenn man ganz sanft dagegen steuert, den dann bewegen. So. Twister? Das ist halt cool mit diesen seitlichen Bewegen. Da kann man super einparken. So, jetzt gehe ich mal gerade zurück und drück mal hier diese Taste. Drück die nochmal. Oh, das ist, ich glaube, ein Demo-Modus oder sowas. Das tanzt halt für euch, gell? Könnt man in Fortnite einbauen. So, drücken wir nochmal hier drauf. Dann macht er wieder den 360-Grad-Spin und drücken wir hier drauf. Dann geht er halt nach oben. So. Oh, ziemlich cool. Und der Sound ist auch geil. So, jetzt nehmen wir mal die Handsteuerung. Vorwärts, rückwärts, seitlich. So, jetzt vorwärts. Ah, hallo? So, jetzt drücke ich mal gerade hier den Knöppel. So, jetzt kann man den Spin machen, drück den Knöppel wieder und jetzt kann man wieder fahren. Aber ich krieg das jetzt nicht so hin, vielleicht so. Warte mal, ich tue es mal nach vorne fahren und dann drehe ich mal das Gelenk ein bisschen. Ne, das ist es nicht. Ah, das ist sehr schwer, den so zu steuern. Das geht mit der Fernsteuerung irgendwie einfacher. So. Jetzt drücke ich mal gerade hier drauf. Seht ihr, da ist dann die Funktion ausgestellt. Drückt man nochmal hier drauf, dann ist sie wieder eingeschaltet. Ah,
muss man halt wahrscheinlich so lenken. So, dann drücken wir nochmal unten auf den Knopf. Oh, mit hier. Ja, ihr seht also, man muss da schon richtig üben, um den daher mit der Hand steuern zu können. Jetzt habe ich euch das fernsteuerbare Auto mal kurz vorgestellt. Abschließend sagen, Verarbeitung fand ich okay. Der ist richtig zügig unterwegs und lässt sich auch, wenn man es mit der normalen Fernbedienung steuert, ja, relativ gut steuern. Mit der Fernbedienung fürs Handgelenk muss man üben. Ich bin so ein bisschen Grobmotoriker, deswegen sah das eben auch nicht so toll aus. Aber ansonsten ist eine interessante Idee. Lichter sind okay, der Sound war auch nicht verkehrt, aber das Lied, oh, das geht ja mal gar nicht, also super nervig. Aber im Großen und Ganzen ein tolles RC-Auto, wollte ich euch mal vorgestellt haben. Das war wieder das Mal von Jupiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.